So, ich habe da auf jeden Fall wieder eine Riddler-Trophäe. Ach so, ist bereits markiert. Ach stimmt, ich habe den ja gerade ausgequetscht. Das ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass die denn dort landet. So, ich habe da auf jeden Fall einen Schaltkreisel-Ding. Ah, Titanium. Stimmt, da war ja auf der Karte gewesen. Ich erinnere mich. Das hacken. Und einmal das hacken. Jokers Heilmittel. Wo ist es? Vergiss den Clown. Ich will Cobblepot. Er hat meinen Anzug, meine Waffen. Ich werde ihn für das, was er mir angetan hat, töten. Ich übernehme Pinguin. Du solltest dich auf das Heilmittel konzentrieren, sonst sterben unschuldige Menschen. Du verstehst es nicht. Ohne ihn werde ich meine Arbeit nicht vollenden können. Ich muss ihn haben. Es hängt alles davon ab, Batman. Einfach alles. Pinguin schützt sich gerade mit deiner Kältekanone. Wie überliste ich sie? Sehe ich aus wie ein Narr? Wieso sollte ich ausgerechnet dir das sagen? Weil ich dir deinen Anzug nur holen kann, wenn ich heil daran vorbeikomme. Denk drüber nach, Victor. Du siehst schlecht aus. Was wird aus Nora, wenn du sterben solltest? Lass ja meine Frau aus dem Spiel, Batman! Mach nicht den Fehler, das hier falsch zu verstehen. Wir sind keine Freunde. Nein! Heute ist kein guter Tag, um mich zu ärgern, Victor. Nein, nicht! Ich habe einen Sicherheitsunterbrecherchip im Anzug eingebaut, damit niemand die Waffe gegen mich einsetzt. Hat ja toll funktioniert. Wieso besorgst du dir nicht den Sicherheitsunterbrecher und findest selbst heraus, wie du ihn stoppen kannst? War mir ein Vergnügen, Victor. Konzentriere dich auf das Heilmittel. Ich hole deinen Anzug zurück. Der Vorgänger von Iron Man. Was war das eigentlich für ein komisches Ding? Gibt es jetzt immer noch dieses Signal? Nö. Okay. Dup-di-dup-di-du. Anscheinend beginnt das Eis aufzutauen. Naja, kann ich mich wenigstens ein bisschen freier bewegen, ne? Das Schöne ist ja, Tiny gibt's ja immer noch. Ah, nicht ins Wasser fahren, wenn ich richtig Pech hab. Dann knabbert er mich noch hier an. Und das wird da 100 Pro. Aber warum sollte er es nicht tun, ne? Warte mal, wir gehen mal lieber dorthin. Besser. Jetzt lässt er mich noch in Ruhe. Ich bin erstaunt. Ich hole mir jetzt den Anzug, den Unterbrecher. Gut, dass ich das Gebiet schon geräumt habe. Hat sich halt so angeboten, ne? Wenn man schon die Leute dort befreit aus dem Eis. Sieht nichts Böses, hört nichts Böses. Bombastische Folgen, irgendwie sowas. Sind mir mal zu kurzweilig dargestellt. Das ist also der berühmte Freeze-Anzug. Leider. Was machst du da? Wenn ich weg bin, warten Sie 10 Minuten und bringen das zu Freeze. Er ist dann keine Gefahr.
Kein Problem, Batman. Jetzt kriege ich was Neues. Ich liebe immer die Musik dabei. Freeze Sicherheitsunterbrecher wird dazu eingesetzt, um aus der Distanz Freeze Waffentechnik zu deaktivieren. Die Entfernung zum Ziel muss dabei möglichst gering sein. Möglichst gering, das könnte ein Problem darstellen. Bin ich ganz ehrlich. So, dann geht's mal weiter. So, Pinguin. Und dann erledigen wir ihn. Damit Freeze das Heilmittel weiter herstellen kann. Und. Warum? Ah, jetzt kommt er, oder? Nee? Okay. Das war jetzt irgendwie so komisch. Weil er direkt losgelassen hat, obwohl ich nichts gedrückt habe. Dachte ich, werde jetzt angegriffen vom Hai. Vielleicht lässt er mich ja doch irgendwo. Nein, natürlich nicht. Und jetzt bam, 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 auf die Nase. Armer Tiny. Was der alles durchmachen musste schon. Oder vermutlich. Noch, ob hier irgendwas anderes noch ist. Schade. Es wäre so schön gewesen, wenn das ein Objekt gewesen wäre zum... Also so ein Rätsel-Dings-da-Bums da. Müsste man eigentlich mal auf der Karte gucken. Ja, da sind zwei Catwoman-Sachen. Da hinten sind noch voll viele Sachen. Ja gut, das war eingefroren. Da war noch irgendwas anderes, ein Rätsel. Oh ja. Hallo Batman. Ich weiß, dass du es bist. Was ist? Bist du endlich manns genug, mich zu suchen? Oh! Stehen bleiben, du Idiot! Mein Revier, Batman. Verzieh dich! Halt still, Batman! Wo ist das Bügelchen, Batman? Ich dachte, es käme erst eine Videosequenz, aber nein. Du kannst nicht gewinnen, Batman. Suchst du Streit? Na dann komm! Lass mal kurz gucken. Nach hinten? Hinten kann ich auch. Kann hier überall hin, ne? Wie mache ich das denn? Ich kann mich ja nur hier im Kreis so bewegen. Weiß ja auch, da macht er automatisch auch die Richtung. Außer hier an der Stelle. Du kannst nicht gewinnen, Batman. Wo ist das Flügelchen, Batman? Du gehörst mir, Batman. Halt! Freeze Unterbrecher funktioniert auf dieser Entfernung nicht. Ich sag dir was, Batman. Einen Versuch hast du frei. Mit dem Sicherheitsunterbrecher komme ich am Pinguin ran. Stehen bleiben, du Idiot! Na dann. Was? Komm, verdammt! Schieß! Bom! Wo fliegt der denn jetzt hin? Hier.
wie cool Batman auf dem Tisch stehen bleibt. Du bist erledigt, Cobblepot. Nein, entschuldige, bitte tu mir nicht weh. Ich kann für nichts garantieren. Ich auch nicht. Ich wollte dir helfen, Batman. Ich hab dir die Gelegenheit gegeben, von hier abzuhauen. Aber nein, du musstest ja den starken Mann markieren. Aber weißt du was? Von hier oben siehst du ganz schön mickrig aus. Oh, nicht traurig sein. Ich habe eine kleine Überraschung für dich da unten. Oh nein. Nein, nicht praktisch. Nicht praktisch. Aha. Uah! Au. Wow. Wow! Batman, beweg dich doch! Batman. Warum machst du denn nichts? Okay. Zu ihm hin? Sehen, wie viel dieser hässliche Schweinehund einstecken kann. Na, jetzt brennt da auch noch. Das und jetzt? Zum Glück ist dieser Knabe unsterblich. Aua! Nein! Aus! Aus! Ah! Ja! Ich kann das sowas nicht. Ah, aua. Ah, nein. Oh, ich kann das nicht. Wie soll ich denn das gleichzeitig machen? Wieder.
Gut, wenn ich mich jedes Mal danach wieder neu heile, dann ist ja gut. So viel Schaden macht er zum Glück nicht. Oh, er ist erledigt. Nee, ich kann ihn auch nicht töten, aber ich kann ihn K.O. machen. Leertaste kämpfen. Das überlebe ich. Ob du willst oder nicht, das überlebe ich. Ah. Wow. Oh, warum will er das nicht? Wenn man die verkehrten Tasten drückt, ne? Nein. Oh Gott. Okay. Diese Sachen sind Antiquitäten. Lass sie in Ruhe. Oh. Ah. So, jetzt aber. Oh Gott. Es ist so schlimm mit dem WASD und dann oben mit 3. Oh, ich hätte auch Daten mit 3 machen können. Egal. Aber dann kann ich die Kamera auch nicht mehr bewegen. Das ist halt das Problem. Hey! Nur noch du und ich. Fledermaus gegen Vögelchen. Oh. Pinguin war davon jetzt der schwerste Gegner. Wo ist Cobblepot? Ja. Wen haben wir denn da, Mr. Freya? Es reicht. Freeze, es reicht. Ja, natürlich. Du wirst das, was du getan hast, bereuen. Hast du gehört, Cobblepot? Das Heilmittel, Freeze. Es gibt keins. Was? Lass es mich erklären. Es war leicht, ein Heilmittel für die Krankheit des Clowns zu erschaffen. Bedauerlicherweise zerfällt dieses Heilmittel zu schnell. Es benötigt einen stabilisierenden Bestandteil, irgendein verbessertes Enzym. Ohne das zerfällt es, bevor es seinem Wirt helfen kann. Ich habe das da schon mal gesehen. Die Suche nach einem geeigneten Enzym wäre nicht das einzige Problem. Es müsste angepasst werden, und zwar an die menschliche DNS. So etwas dauert Jahrzehnte. Eine Zeitspanne, die dir sicher nicht zur Verfügung steht. Was ist, wenn ich dir sage, dass es einen Mann gibt, der diesem Enzym seit Jahrhunderten ausgesetzt ist? Wer ist dieser Mann? Sein Name ist Ra's al Ghul. Bring ihn zu mir. Ich brauche eine Blutprobe von ihm. Es ist deine einzige Hoffnung. Ra's al Ghul ist tot. Dann sind der Clown und du dem Untergang geweiht. Nicht zwingend. Es muss mir nur jemand sagen, wo sein Körper ist. Dann kann ich zu ihm und ihn aufwecken. Ketzer! Du bist es nicht würdig, Ra's al Ghuls Namen auszusprechen. Du bist ein Narr, Batman. Du hast deine letzte Hoffnung entkommen lassen. Nein, Victor. Wenn Ra's al Ghul in Arkham ist, habe ich nun eine Spur, die zu ihm führt.